ist der erste Fund. Das ist eine alte Schnalle. Scheint wieder eine alte Schuhschnalle zu sein. Ich werde sie mal ein bisschen sauber machen. Schon mal ein sehr schöner Fund, dafür, dass wir erst so 5 Minuten am Sondeln sind. Hier liegen bestimmt noch andere interessante Sachen. Und es geht direkt weiter. Da lag die Schuhschnalle hier so. Einen Meter daneben und hier war direkt ein sehr schönes, interessantes Signal. Und als ich das so ein bisschen angegraben habe, da hat man was gesehen, und zwar wie so ein, ja, jetzt da unten liegt es, ist weg. Ja, ich habe es wieder reingelegt. Oh, wo habe ich es denn jetzt hingelegt? Ach, da liegt es ja. Dann hat man nur diese kleine Öse da gesehen. Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht sehr interessant aus. Ich gehe jetzt mal vor der Kamera ein bisschen bürsten. Mal sehen, was zum Vorschein kommt. Könnte kyrillische Schrift sein. Nee, ist deutsche Schrift. Vielleicht könnt ihr das schon lesen. Da steht Cottbus. Glaube ich zumindest. Aber mich interessiert hier oben, was in diesem Kreis drin ist. Irgendein Symbol drin. Hinten kann man erkennen, dass da wie so eine Halterung dran war, wahrscheinlich eine Nadel. Dann frage ich mich einmal, wozu hier unten dieses Loch ist. Vielleicht war da noch zusätzlich was dran. Kann auf jeden Fall oben das nicht so sauber bürsten, dass man es erkennen kann. Da werde ich dann gleich ein Foto einblenden. Ich werde zu Hause vorsichtig reinigen. Und dann wissen wir auch gleich, um was es sich dabei handelt. Soll herkommen, hier liegt was, ein Pfund. Nein, ich hab's schon gesehen. Und das ist ja mal ein richtig schöner Pfund. Das wird echtes Silber sein, oder? Ja, der kam auch hier drin und sieht auch voll sauber aus. Ja, da ist auch oben diese Sache dran, wo immer der Stempel drin ist. Und das scheint doch noch komplett zu sein, ne? Oder? Nee. Mach mal sauber ein bisschen. Ist der Zahnbus dabei? Ein roter Stein. Rote Steine sind immer schön. Das ist auf jeden Fall Silber. Ja. So wie das glänzt, da ist ja nichts verrottet oder so. Ja. Die Kette wird, denke ich mal, auch aus Silber sein. Ja, die ist auch astrein sauber. Schau mal, ob du da oben dran den Stempel schon sehen kannst. Mit Punze? Da müsste der drinnen sein, ne? Aber da müsste ich erstmal eine Lupe rausholen. Aber so wie der doch verarbeitet ist, ist es 100% die Silber. Oder auf der Rückseite von dem Ding. Ding, ja. Am Rand. Aber da ist auch keiner zu sehen jetzt. Aber das ist das Silber. Ja. Mal doch, da ganz unten, da ist was. Ja, siehst du? Dann mach ich mit Makroaufnahme mal.
Achso, das nicht. Ja. Den Pfennig war noch dabei. Oh, der Pfennig, ja, 5 D-Mark. Ostmark. Achso, Ostmark, genau, ja. Da steht jetzt irgendwie 5. Eine Alu-Mark. Ja. Sehr schön. Hier liegen noch gute Sachen. Ja. Da ist der nächste Fund. Das ist was ganz Interessantes. Eine Münze mit einer ganz schönen Patina. Große Münze. Was ist eine Münze, die man reiben kann? Was hast du da? Eine ganz besondere Münze habe ich gefunden. Was? Eine Münze. Was? Möchtest du sie sehen? Nee, was ist das für eine? Da ist eine 1 drauf. Oha. Und die hat eine Patina. Und das ist ein Adler drauf. Also was Großes? Ja, es wird größer. Echt? Na, wenn da 1 drauf ist und ein Adler. Und ein Haken. Ist ungefähr so groß wie ein Euro. Okay, also Na komm, guck sie dir an. Man kann sogar das Datum erkennen. Und was ist das nur? Na, das sag ich dir nicht, das musst du dir. Dann leck mich. Ach komm. Komm mal her. Jetzt will ich das sehen. Das Datum, ich kann es sehen. Geil, 1 Euro. 2002. Na gut. Die liegt aber schon eine Weile. Hier. Die üblichen Bekannten. Duplosan. Oh nee, meine Lampe ist aus. Ich habe eine Ersatzlampe dran. Was hast du denn da? Tja. Weiß ich nicht. Wollen wir das rausholen? Ja. Ist das aus Metall? Naja. Kann da ja nicht sein. Doch. Das muss raus. Aber ganz schnell. Nee. Das muss da drunter sein, das Signal. Da ist was versteckt. Du hast was entdeckt, Willi. Was ganz Besonderes. Hier ist Ende. Das ist doch nur keine große Sache. Ich muss mal meinen Akku wechseln von der Kopflampe. Hier ist auch Ende. Hast du draußen? Ich würde sagen, das ist die Rückwand von dem Waschbecken. Das ist so ein Alten. Mhm. Stimmt, ja. Könnte sein. Auf jeden Fall ist es sehr schwer. Das ist aus Metall? Ja. Okay. Eine Blume? Da siehst du da die Verzierung oben drauf? Das sieht ja richtig gut aus. Könnte ein Kinderring sein. 800er Silber. Ja. Schon älter. Das ist definitiv richtig alt, ne? Also, war das richtig alt? Naja, 800er Silber, ne? Ist ja mal recht alt. Innen drin sieht man den Stempel auf jeden Fall. Selbst gemacht. Ja, da ist er. Das ist eine 800. Oh, mit noch ein Weg, oder? Sehr schöner Fund. Da muss ich noch mal ein bisschen filmen. Ob wir die 800 auch noch drauf kriegen. Da kann man die 800 sehen. Das ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, selbst gebaut. Aus irgendeinem Silberstück. Das ist auch durchgepresst. Von unten sieht von man hinten, ja. Haben sie von hinten durchgestanzt, die Blume. Und dann wahrscheinlich gebogen. Hinten ist es offen. Ist gebrochen, aber sind wir wahrscheinlich gebrochen. Ja, ist eine Bruchstelle. Na gut, sehr schön. So eine alten Funde sind immer besonders. Das zweite Mal Silber.
So, hier haben wir einen sehr schönen Fund vom Willi. Das ist irgendwie ein verschnörkelter Hirsch. Irgendwas von der Jagd, denke ich mal. Wir werden das jetzt ein bisschen sauber machen. Mal schauen, da steht irgendwas drauf. Also, ich kann nicht erkennen, was drauf steht, aber auf der Kamera könnte man es vielleicht sehen. Ansonsten wir versuchen, das rauszufinden und werden es einblenden. Einen Taler. Sehr schönes Stück wieder mal. Eine Silbermünze. Bitteschön. Kurzer Akkuvergleich. Letzte Mal habe ich geladen vor einer Woche. Ungefähr. Und was ist hier jetzt schon wieder los? Muss der Deus schon wieder geladen werden? Wann hast du den geladen? Heute? Ja. Nein, ich habe den falschen Stecker mit dem. Was brauchst du? So einen dicken USB. Mini. Ja. Hab ich. Ja. Hast du ein Glück. Meine Kopfhörer haben das nämlich auch vom Gauss und ich habe die zum Glück angesteckt in meinen Rucksack. Genau. Oh, und dann auch schön kurz. Sehr gut. Glück im Unglück. Ein Blechschild. Dort ist ein Schwert zu sehen und da steht irgendwas in Französisch drauf. Wir werden das jetzt mal kaputt reinigen. Kennen. Ja, vielleicht ist ja hier ein Franzose, der das übersetzen kann. Was steht denn da Schönes? Das sind Orte alles. Denke ich auch. Pleskau. Vielleicht Kriegsgräberstätten. Das sind alles Orte. Und da oben steht auch noch ein Ort, der ganz oben. Ein Schwert und was ist das? Eine Ehre? Ja. Und zwei Türme. Könnte was Militärisches sein. Schon wieder Silber, 1786. Die gleiche, wa? Ja, auch so eine. Gleiche Art. Ein Taler wahrscheinlich. Bisschen verbogen. Ja. Oh, wer war das? Das warst du aber nicht, oder? Was? Ich denke mal, die war schon so. Ja, ich denke auch, dass die schon so war, ja, weil das würde man sehen, dass das dann frisch wäre. Das muss ein anderer Sonnler gewesen sein vor 100 Jahren.
So, wir haben gedacht, wir machen mal so eine kleine, wie nennt man das? Fundzusammenfassung, so nennt man das. Genau. Die 24 sind größer. Zeige ich erstmal kurz das meine Funde. Hier haben wir eben eine Hundemarke. Dupuisan-Dose, ein Schlüssel. Was das hier ist, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr eine Idee. Hier habe ich noch einen Haufen Müll. Jetzt schmeiße ich gleich alles weg. Dann kam noch eine Schnalle. Also es sind einige Funde dabei, die ihr noch nicht gesehen habt, die wir nicht gefilmt haben. Diese Schnalle zum Beispiel. Und auch diesen Löffel. Das ist ein Ostlöffel. Da steht drauf Alecto. Alecto 88. Ja, den Euro habt ihr gesehen. Dann habe ich noch mehrfach DDR-Geld gefunden und 50 Pfennig aus dem Dritten Reich. Sehr vergammelt. Ja, am schönsten ist die Schnalle von meinen Funden. Die werde ich schön in Wasser einlegen, vorsichtig reinigen und dann später wachsen, wenn sie getrocknet ist. Ja, das waren soweit meine Funde. Ja, den Schlüssel habt ihr auch noch nicht gesehen. Ihr habt. Und hier sind dem Willi seine Funde. Der hat auf jeden Fall mehr gefunden. Mehr Münzen. Und schön Knochen. Da haben wir 2 Mark. Mark aus der BRD. Und dann haben wir hier 5 Mark. Die könntest du eigentlich mal ein bisschen sauber machen. Da sieht man so ein bisschen die 5. 5 Mark aus der DDR. Und hier noch 20 Pfennig DDR. Ein Bleiknopf. Und hier einen sehr schönen Manschettenknopf. Den haben wir auch nicht gefilmt. Den müsst ihr euch unbedingt angucken. Der hat eine schöne. Ja, der sieht so ein bisschen vergoldet aus. Seht ihr das? Könnte tatsächlich vergoldet sein. Ja, den schönen Ring natürlich. Wunderbares Einzelstück. Was das hier ist, wissen wir nicht. Vielleicht wisst ihr es. Schreibt es in die Kommentare, wenn euch was dazu einfällt, zu diesem merkwürdigen Objekt hier. Unten ist ein Gewinde, das ist aber abgebrochen. Ein Schlüssel? Nee, wa? Ich weiß es nicht. War mal irgendwo dran geschraubt vielleicht. Ja, natürlich dieses schöne Stück mit dem Jagd. Ja, von der Jagd wahrscheinlich oder von einem Wanderstock. Auch nochmal eine Duplosan-Dose. Den Rest habt ihr ja eigentlich hier sehen. Und natürlich ist das Highlight die Kette, wie ich finde. Und Willi sein Funden, oder? Obwohl, ja, eigentlich hat er auch noch Silbermünzen. Er hat eigentlich eine Menge Highlights hier rausgeholt. 1777. Ich wollte erst nicht sonnen gehen. Es rächt sich jetzt schon wieder. Es rächt sich. Ich komme von der Stelle nicht los. Guck mal, was ich hier gefunden habe. Den hat Sonic auch schon mal gefunden. Und er hat euch gefragt im Video, was es ist. Hier ist er. Es ist ein Panzer. Ein Panzer als Bleifigur, sehr mit Standfuß.